Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht soweit gut. Wir kommen jetzt wieder mal zu den Kaninchen. Ich bin heute relativ spät dran. Wir haben mittlerweile schon 10 nach 9, aber erst jetzt komme ich hier wieder in den Heimathafen zu den kleinen Kaninchen hier. Und wir wollen einmal schauen, was die hier so treiben, die Kleinen. Da wollen wir uns gleich mal einen Überblick verschaffen. Ich habe jetzt noch gar kein Futter gesammelt. Das steht tatsächlich jetzt nochmal an. Ich muss gleich nochmal los. Ich weiß noch nicht, ob ich heute in den Wald gehe oder an den Ort, wo die langen Löwenzahnblätter herumliegen. Aber das ganze Ding, was ihr dort angesehen habt, das ist alles schon weg. Bis auf so eine halbe Tüte, die noch irgendwie so ein kleiner Überbleibsel ist, ist alles andere schon komplett verfüttert worden. Also da geht echt eine Menge hindurch, sage ich mal, bei diesen kleinen Kaninchen. Auch die kleine Tüte, diese Spende, die wir dort dann bekommen haben, auch die wurde ganz herzlich angenommen von den kleinen Kaninchen. Ne, die kennen da ja gar nichts. Die fressen das alles hier. Das war doch eine sehr positive Geschichte. Wie sieht es hier aus? Also aktuell sieht das nicht so aus, als wenn sie hier eine Toilette hinzimmern möchte, sondern sie hat hier ihren Platz quasi, aktuell zumindest. Mal schauen, ob sich das jetzt so beibehält oder nicht. Ne? Wollen wir mal gucken, wie es bei ihr hier aussieht. Da ist sie gerade rein zufällig drinne. Und das sieht schon so ein bisschen danach aus, als ob sie dort eine Toilette hinzimmern möchte. Müssen wir ein Stückchen weiter verfolgen. Hier sieht das noch relativ unbesudelt aus, ne? So könnte man das sagen. Von daher müssen wir mal schauen, ne? Ja, aktuell gehen die Kommentare, die Beantwortung der Kommentare nicht ganz so flüssig bei mir. Da bitte ich so ein bisschen um Nachsicht, aber aktuell ist einfach so viel los, da kommt man überhaupt gar nicht zu. Wie sieht das hier aus? Irgendwie läuft dieses Ding hier aus. Ich muss mal das mal bei Zeiten hier mal wechseln und die müssen dann auch mal sauber gemacht werden. Ich vermute mal, dass da doch das ein oder andere Schmutzelement in dieses kleinere untere Teil hingewandert ist und von daher müssen wir das dann auch ein Stück weit reinigen. Sei gegrüßt, der blaue Wiener, der gute blaue Wiener. Die Entscheidung steht, er wird jetzt quasi das nächste Mal zum Zug kommen. Ne? Wir haben ja diese zwei Kaninchen dort, auf jeden Fall die graue, die werde ich dann zu ihm hinpacken und die braune, da müssen wir mal schauen, wen sie dann quasi besuchen darf. Ja, da habe ich das mal aufgemacht und eine Frage war auch, welche Funktion dieses Brett hier hat. Und ihr seht jetzt knallhart die Funktion dieses Brettes. Und zwar hält es den Deckel auf. Ne? Ich könnte den Deckel natürlich auch per Band dort ranschrauben oder irgendeine hochintelligente Lösung dort installieren. Aktuell habe ich jetzt einfach nur diese Variante hier gewählt. Ne? Da gibt es auch verschiedene andere Wege. Mir fällt jetzt gerade spontan ein, man könnte das ja auch hier festschrauben und einfach nur hochmachen. Das wäre vielleicht sogar die Idee, also da muss ich mal ein bisschen Zeit investieren, um das mal mir durch den Kopf gehen zu lassen. Das ist gar keine schlechte Idee, ist mir gerade spontan eingefallen. Ne? Hier einfach festmachen an diesem Brett hier, hier nochmal eine Schraube, wo es dann drauf liegt und dann einfach hochmachen. Das könnte die Lösung des Problems sein. Ne? Eine Idee war auch hier eine Schraube und dann so ein Band da dran machen, aber ich glaube, dann würde ich ein bisschen zu unflexibel sein. Das flattert doch immer wieder mal herum, dieser Balken hier. Ne? Mal liegt er hier, mal liegt er da, aber wenn er da fest angeschraubt ist, dann gibt es ja die Option des Herumwanderns quasi auch nicht mehr. Ne? Also ich habe heute ja noch gar nicht sauber gemacht, ich bin echt spät erst gerade nach Hause gekommen. Die kleinen Kaninchen, 6 sollen es sein, 6 sind es auch. Guck mal, der ist ein bisschen frech hier, der Silberne, seht ihr ihn hier? Irgendwie ärgert er hier seine Kameraden. Ein Kaninchen ist dort in der Höhle und das blaue Kaninchen dort, finde ich schon sehr schick, muss ich sagen. Ansonsten 2 Weibchen, ne? Das graue dort hinten und sie hier sind Weibchen. Und dann passt das hier auch. Kaninchen sind jetzt 15 Wochen alt. Am 11.02. sind sie geboren worden. Das heißt, die gehen jetzt schon Richtung 4 Monate. Und es kristallisiert sich heraus, dass einer von den Silbernen irgendwie ein kleiner Raudi ist. Zumindest sah es jetzt gerade so aus. Ne? Ich hatte gerade nachgeguckt, wann die geboren worden sind. Und dann hat einer von diesen Silbernen so ein bisschen seinen blauen Bruder gezwickt. Ne? So wie wir es gerade hier vorne gesehen haben. Sehr schön. Das Brett, ne? Der Balken hier. Dann gucken wir mal weiter, was die hier so treiben, die ganzen kleinen Kaninchen. Ich hatte gerade noch Stroh aufgefüllt,
Das ist immer so der erste Amtsakt quasi. Ne, ich gehe hier so durch und dann zack, kriegen die so ein bisschen Stroh. Normalerweise versuche ich das irgendwann in Mitte des Tages zu machen, damit die quasi, wenn die Hälfte des Tages um ist, immer noch ein bisschen was haben. Und die andere Hälfte kriegen sie dann, wenn es auch die restliche Fütterung gibt. Also man kann ja so ein bisschen daran erkennen, wenn man die Rippen so fühlen kann, also extrem fühlen kann, dass sie untergewichtig sind, genauso auch an der Wirbelsäule. Und die fühlen sich sehr gut genährt an, hier die kleinen Kaninchen. Also da fühlst du gar nichts hier. Sehr schön, die kleinen Kaninchen. Ja, die haben sich gut gemacht. Sie scheint hier auch eine sehr gute Mutti zu sein. Das finde ich schon mal ganz gut. Am Anfang habe ich ja doch mich beim Zweifeln erwischt und war mir nicht ganz so sicher, ob das eine gute Investition gewesen ist. Aber es scheint eine gute gewesen zu sein. Ihr kleinen Kaninchen, seid gegrüßt. Guck mal, da wird... Oh. Das ist schon was anderes hier, ne? Wenn die klein sind, dann ist das nur ein Zwicken. Aber wenn die hier schon dieses Format haben, dann ist das schon ein bisschen mehr, ne? Wenn die hier 15 Wochen alt sind, sind die 2 Wochen jünger. Das heißt, die müssten schon um die 13 Wochen alt sein. Die hier meine ich noch mal eine Woche weniger. Die müssen dann um die 12, fast 13 Wochen alt sein. Ja, die Zeit vergeht, ne? Die wachsen und wachsen unaufhörlich. Immer und immer wieder, stetig. Und das ist auch ganz gut so. Wie sieht es bei denen aus, die kleinen Kaninchen? Sei gegrüßt. Sieht ein bisschen dicklich aus, das Kaninchen. Aber die sind ja jetzt auch, ich sag mal, nicht in der Anzahl vertreten, wie sie ganz am Anfang gewesen sind. Und von daher haben sie auch genügend, ne, um sich dann zu ernähren, um sich zu stärken, um ihr Gewicht zu steigern, mehr oder weniger. Ja, die blaue Wiener Mutti, ich hoffe, die beißt mich jetzt nicht, bei der wird es jetzt noch ein bisschen mehr wehtun. Huch, da wollte sie nicht angefasst werden, hier die kleine. Sehr schön, das kleine Kaninchen. Schon dunkel, ne? Sieht auf der Kamera so dunkel aus, obwohl es draußen noch relativ hell ist. Da haben wir unser Weibchen gespannt, unser Zweier gespannt. Sei gegrüßt, kleines Kaninchen. Ist auch groß geworden, ne? Man kann schon fast täglich zusehen, wie sie an Größe zunehmen. Das ist schon spannend, ne? Wie schnell das bei den Kaninchen geht. Zack, 31 Tage und schon sind die Kleinen da. Und dann knapp 3 Wochen später haben sie das Nest verlassen, ne? Wenn sie geboren worden sind, ungefähr 10 Tage, dann haben sie die Äuglein geöffnet. Nach 5 Tagen nach der Geburt bekommen sie schon den ersten Fellansatz. Das ist schon sehr interessant, wie schnell das hier bei den ganzen Kaninchen hier geht. Sehr schön. Ich hatte letztens beim Futter holen, kam irgendein Nachbar ganz unten von der Straße. Er meinte, ja, wofür braucht ihr denn den ganzen Bollerwagen mit Futter? Ich meinte, ja, wir haben Kaninchen, ne? Die wollen dann noch was essen. Und fragte, ja, und wie viel habt ihr? 1, 2? Ich meinte, nein. Ja, was denn? 3, 4? Meinte ich, nein. Ja, was denn? Was denn? Ja, 30, ne? Da guckt er erstmal nicht schlecht. Das ist ja eigentlich eine relativ unnormale Geschichte, was man hier so betreibt mit diesen ganzen Kaninchen, ne? Schon ein bisschen witzig hier. Nummer 3, mein Lieber. Sei gegrüßt hier. Der gute Nummer 3. Zack, kommt er an. Ja, er kommt an. Der kleine Nummer 3. Sehr schön. Ja, ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, in letzter Zeit kommen doch das ein oder andere Video mal zu anderen Zeiten und eventuell würde das auch sich nicht mehr verändern, sondern es könnte sein, ne, rein theoretischer Natur, dass ich auch irgendwann mal einen anderen Zeitpunkt des Tages wählen würde. Ich weiß, manche gucken es gerne morgens, die anderen lieber abends, die anderen irgendwann. Aber es könnte sein, dass spät in der Nacht tatsächlich die Geschichte mal beendet werden muss, ne? Und dann irgendwie, ich weiß nicht, an einen anderen Zeitpunkt. Ich habe noch nicht so den Rhythmus gefunden, denn so die ein oder andere Geschichte hat sich jetzt so als Projekt mit hinein sortiert in mein Dasein quasi. Und das muss man alles irgendwie so ein bisschen unter den Hut bringen, ne? Und von daher würden die Videos dann quasi, wenn ein Zeitraum da ist, ein Zeitfenster, dann würden die Videos abgedreht werden
an einem anderen Zeitfenster würden sie geschnitten werden und dann auch irgendwann hochgeladen werden. Ich muss mal schauen, wie sich das am besten zurechtrüttelt, ne? Aber so spät in der Nacht bis 1, 2 Uhr morgens, das ist absehbar, dass das nicht ewig so aufrechterhalten werden kann, ne? Und von daher kündige ich das jetzt schon mal an, dass ihr euch nicht wundert, dass es vielleicht ein bisschen, ich sag mal, schwierig planbar ist, wann die Videos kommen. Ich vermute mal, dass sich dann irgendwann wieder so ein Zeitpunkt herauskristallisiert, wann sie dann meistens kommen. Aber dass ihr einfach schon mal ein Stück weit vorgewarnt seid, ne? Ja, ich denke, wir sind jetzt wieder mal zu einem Punkt gekommen, wo ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag wünsche. Schaltet auch gerne nächstes Mal wieder ein. Abonniert diesen Kanal, schreibt was in die Kommentare, schenkt mir einen Daumen nach oben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.